Die tauschfreie Wirtschaft Vor mehreren tausend Jahren, vermutlich vor um die 6000, wurde die Idee, dass Menschen ihre Leistungen bewerten und gegeneinander aufrechnen, durchdringender. Der Handel im heutigen Sinne nahm seinen Anfang. Und diese Form des Wirtschaftens hat uns jetzt in eine existenzbedrohende Situation gebracht. Die Erde als Planet wird das vermutlich sehr wohl überleben. Und auch das Leben wird sich, selbst nach einer massiven Schädigung, wieder erholen. Die Menschheit aber kann verschwinden. Das liegt in unserer Hand, in der Hand der Menschheit als Ganzes. Die aktuelle tauschbasierte Wirtschaftsform stellt eine zahlenmäßig kleine, aber machtvolle Gruppe über den Rest allen Lebens auf dem Planeten, welche diese Macht mittels Angst und Mangel erhält. Wie in den vergangenen Beiträgen dargestellt, führt jede tauschbasierte Wirtschaftsform bzw. Güterverteilung zu demselben Ergebnis, das uns jetzt tatsächlich konkret bedroht. Und diese Bedrohung ist keine Erfindung, sie ist wirklich und akut. Um künftig diese Machtkonzentration zu vermeiden, ist es erforderlich, sich vom Tauschprinzip beim Austausch von Leistungen zu entfernen. Vor allem gedanklich und konsequent. Einem Tauschsystem wohnt immer auch ein Schuldsystem inne. Und eine Schuld wird oft mit Dankbarkeit bewusst verbunden oder sogar vertauscht. Oft wird Dankbarkeit verbal zur Schuld gewandelt und damit eine Abhängigkeit geschaffen. Das geschieht in Sätzen wie Weißt du, was ich alles für dich getan habe? Ist das deine Dankbarkeit? In diesem Fall wird eine Gegenleistung für eine vermeintlich geschenkte Leistung erwartet. Damit ist die Schenkung keine mehr, sondern ein Handel, dessen Gegenleistung offen blieb, bis es für den gläubiger eine vorteilhafte gelegenheit gab, seine forderung fällig zu stellen. die schenkung war also eine täuschung. ein solches an nötigung grenzendes verhalten ist jedoch nur möglich, wenn zuvor mängel und defizite bestehen und eine, wenn auch noch diffuse aufrechnung stattfindet. eben handel. eine voraussetzung für eine tauschfreie wirtschaft ist eine weitgehende Abwesenheit von Mängeln. Selbstverständlich ist das mitten in Zentraleuropa leicht zu sagen, in anderen Ländern sieht das bedeutend anders aus. Immerhin werden überall, neben den natürlichen, noch weit mehr künstliche Mängel absichtlich erzeugt, um das monetäre tauschbasierte Wirtschaftssystem nicht nur am Laufen zu halten, sondern als einzig mögliche Form der Güterverteilung darzustellen. Über Regierungen, Medien und Bildungssystem wird dessen Notwendigkeit für Versorgungssicherheit und Fortschritt vermittelt und ein Ausgleich der Verhältnisse versprochen. Aber auch dieses Versprechen ist eine Lüge, klar, eindeutig, ohne wenn und aber. Eine Änderung bzw. ein Ausgleich der Verhältnisse würde die Macht der Mächtigen schmälern und damit ihre Lebensverhältnisse verschlechtern. Die vermeintliche Gier der Reichen ist demnach eigentlich eine Angst. Sie unterliegen also der Macht desselben Werkzeugs, das sie selbst gegen andere einsetzen, um diese zu kontrollieren. Das wissen sie aber nicht, glaube ich. Aber selbst wenn, es bleibt eine Ironie. Die Abwesenheit von Mängeln löst auch viele Ängste auf. Damit können Aggressionen und Vorurteile verschwinden. Viele zumindest. Am Rest müssen wir arbeiten. Ziel. Lassen Sie mich zunächst das Ziel beschreiben, bevor wir den Weg dahin überlegen. Es scheint logisch und vorteilhaft zu wissen, wo man eigentlich hin will, bevor man den Weg dahin festlegt. Und lassen Sie mich bitte festhalten: die aufgezeigte Organisation ist nur eine Möglichkeit von vielen. Wie sich eine künftige, lebenbejahende Gesellschaft gestaltet, ist konkret nur schwer zu sagen. Bestimmt gibt es Umstände, die ich von hier aus, von diesem Zeitpunkt aus, noch nicht wissen kann die ich nicht wahrnehme. Jedenfalls stelle ich hier meine Vision vor, meinen Vorschlag, wie eine Gesellschaft gestaltet werden könnte. Das Wesen Mensch. Ist der Mensch nun rational oder irrational? Denkt er logisch? Außerhalb der Mathematik gibt es noch andere Dinge, die unter Berücksichtigung bestimmter Aspekte logisch sind. Vor diesem Hintergrund sind Menschen immer logisch und rational, aber eben nach ihren Informationen und ihren Erfahrungen. Weil andere Menschen eben andere Erfahrungen und Informationen haben, erscheinen ihnen die Handlungen der Menschen, die sie beobachten, manchmal unlogisch. Daher gibt es für mich immer mindestens einen Grund für eine Handlung. Das bedeutet nicht, diesen bzw. dieser zu kennen, vielleicht nicht mal der Handelnde selbst, sondern lediglich dessen bzw. deren Existenz gewiss zu sein. Wenn Mangel eine der Grundlagen der tauschbasierten Wirtschaft ist, muß dieser in einer tauschfreien Wirtschaft vermieden werden, weil sonst Ansätze für Machtkonzentration und Abhängigkeit geschaffen werden. Damit wären wir wieder in der Situation, in welcher wir uns gerade befinden. Eine kleine Obrigkeit beherrscht viele nach ihren eigenen diffusen und konkreten Ängsten und Interessen mit allen Nebenwirkungen. Geld und Eigentum es versteht sich, dass es in dieser tauschfreien Wirtschaft kein Geld geben wird, geben kann und geben darf. In keiner Form. Geld ist ein Mittel des Gütertauschs. Das Thema Geld und seine grausamen Nebenwirkungen wurde bereits behandelt. Es gibt keins. Und damit auch keine Möglichkeit, damit Macht aufgrund von monetärem Reichtum zu erlangen. Auch die Güter sind nicht Eigentum einer Person oder einer Gruppe, sondern der Gemeinschaft. Über Leben kann kein Eigentum erworben werden, über keines. Das Recht auf Leben Jedes Lebewesen hat ein Recht zu leben. Es ist jedoch ein Umstand, dass sich Leben von Leben ernährt, auch der Mensch. Daher muss dieses Recht im dringenden Bedarfsfall der Ernährung eingeschränkt werden, aber nur dann und wenn es unumgänglich ist. Tötungen zur Strafe, zum Erreichen politischer Ziele oder sonstigem Eigennutz sind zu ächten. Gewalt jeglicher Art ist zu vermeiden. Auch Pflanzen sind Leben. Doch werden zur Ernährung die Pflanzen selbst häufig nicht zerstört, oft nicht mal die Samen, zu deren Verbreitung es manchmal die Früchte überhaupt erst gibt, die gegessen werden. Sie wachsen nach. Nicht nur deshalb ist die pflanzliche Ernährung der tierischen vorzuziehen. Pflanzen sind genetisch am weitesten von Menschen entfernt und können als Nahrungsmittel dienen. Immer mehr stellt sich heraus, dass eine vegane, mindestens aber eine vegetarische Ernährung auch medizinisch viele Vorteile bietet. Doch die Lobby der Fleischindustrie ist durch ihren Reichtum sehr stark und initiiert regelmäßig Gegenkampagnen mit Halbwahrheiten. Güterverteilung eines der wichtigsten Aspekte in einer Gesellschaft ist die Art und Weise der Güterverteilung. Vorherige Methoden wie Kommunen, Solidar- und Subsistenzwirtschaft werden erfolglos probiert und scheitern immer wieder. Kommunen sind dabei noch mit die erfolgreichsten, lösen sich aber regelmäßig nach einer Zeit wieder auf. Auch Food Corps sind keine Lösung weil sie Handel beinhalten und damit ein Geldsystem. Beiden ist gemein, dass sie versuchen, künftigen Konsum eines Menschen vorauszuplanen und darauf die Produktion einzustellen. Etwas, das einfach nicht gelingt, weil der Mensch eben keine berechenbare Maschine, sondern auch ein spontanes Wesen ist. Daher ist die Marktforschung ein enorm wichtiger und sehr teurer Teil der Marktwirtschaft. Das bedeutet, dass die Güterverteilung diesen menschlichen Aspekt berücksichtigen muss. Das wiederum heißt, dass es zwischen Konsument und Produzent einen Puffer geben muss, der die Güter dort zur Verfügung stellt, wo sie benötigt werden und von dort nimmt, wo sie überflüssig sind. Die Lösung ist eine Einrichtung, welche von der tauschbasierten Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten weitgehend abgebaut und auf ein Minimum reduziert worden ist. Das Lager. Lager haben vielfältige Funktionen. Sie sind weit mehr als nur ein Abstellplatz. In einem Lager können Umverteilungen stattfinden. Es können große Packungseinheiten in kleinere umgepackt werden. Oder unterschiedliche Dinge zu Gebrauchseinheiten zusammengestellt, sodass die Nutzung verbessert und vereinfacht wird. Eine sachgerechte Lagerung von Gütern erhält ihren Nutzen und verlängert ihre Nutzbarkeit. Werden Lebensmittel unsachgemäß gelagert, verderben sie schnell. Werden eisenhaltige Werkzeuge falsch gelagert, rosten sie und werden unbrauchbar. Bereits in der Bibel wird beschrieben, wie eine Dürre mit Lagern überstanden wird. Aber in einer tauschbasierten Wirtschaft kosten Lager Geld und wurden daher abgebaut. Im Prinzip ist jeder Supermarkt ein Lager mit einer Kasse. Dort kümmern sich Menschen darum, dass die Ware möglichst gut erhalten bleibt oder wenigstens gut aussieht, damit sie verkauft wird. Leider arbeiten dort eher eingeschulte Verkäufer und weniger Fachleute. Sie bemerken den Fokus auf den monetären Gewinn. In einer tauschfreien Wirtschaft liegt der Fokus aber auf dem Nutzen. Das kann mit einer angenehmen Optik durchaus einhergehen. Ein solches Versorgungslager sieht einem Supermarkt in einer tauschbasierten Wirtschaft ähnlich, funktioniert aber anders. Zunächst, aber auch dort, gibt es Menschen, die sich um die korrekte Lagerung der Güter kümmern. Ziel ist und bleibt der Nutzen bzw. die möglichst lange Nutzbarkeit der Güter. Diese Versorgungslager können, ähnlich wie Warenhäuser, einen Schwerpunkt haben. Möbel, Lebensmittel, Maschinen etc. Es kann Ausstellungsräume geben, in denen bestimmte Güter ausgestellt sind, weil einige Menschen diese selbst in Augenschein nehmen müssen, um den Nutzen für sich selbst feststellen zu können, beziehungsweise ob der vorhandene bedarf damit ausreichend gedeckt werden kann wie das gestaltet wird obliegt der dort arbeitenden lagerverwaltungsgruppe und das ist ein erster hinweis auf die politische verwaltungstechnische organisation aus diesem lager kann nicht nur entnommen sondern überschüssiges beziehungsweise überflüssiges wieder zurückgebracht werden die Lagerverwaltung kümmert sich um alles Weitere. Das kann bedeuten, dass ein Gut lediglich gepflegt werden muss. Bei Geräten und anderen Gebrauchsgegenständen, ob sie repariert werden müssen oder der Wiederverwertung zugeführt. Bei Lebensmitteln, ob sie noch genießbar sind und vieles Weitere. Zur Konsumentenseite kommen wir noch. Durch die üblichen Messungen wie Bestand und Umschlag. Wird der Bedarf festgestellt? Etwas, das nur durch sinnvolle, fachgerechte Lagerhaltung möglich und sichtbar wird. Etwas, das ein Haushalt oder eine Einzelperson nie oder nur selten durchführen wird, jedenfalls nicht in dieser akribischen Art und Weise. Daher scheitern die Kommunen regelmäßig, können sich Foodkorps nicht wirklich durchsetzen. Nur mit einer gut durchgeführten Lagerhaltung können sinnvolle Zahlen an die Produktion weitergegeben werden. Zudem kann es mit einem Netzwerk an Versorgungslagern bei Bedarf zu Umlagerungen kommen, womit eine überflüssige Produktion vermieden werden kann. Das ist ein Punkt, der Ressourcen schont und auch Müll vermeidet. Das ist ein Punkt, der Ressourcen schont. Weil Güter auch zurückgebracht werden können, weil sie vielleicht nur vorübergehend gebraucht wurden, müssen nicht ständig neue produziert werden. Ein weiterer Punkt der Ressourcenschont. Ein Versorgungslager ist also der Ort, an dem sich Menschen, auch mit Hilfe von Maschinen, um den Erhalt und die Bewahrung von Gütern kümmern. Sie produzieren sie nicht und konsumieren sie nicht, sondern erhalten sie. Mehr nicht. Das aber mit Sachkenntnis. Der Nutzen steht im Vordergrund und kein monetärer Gewinn. Von dort können sich Menschen rund um die Uhr versorgen. Dorthin werden Güter produziert. Weil ohne Gegenleistung entnommen werden kann, ein monetärer Gewinn nicht existiert und es auch sonst keinen wirtschaftlichen Vorteil gibt, gibt es auch keinen Diebstahl. Er wäre unsinnig und unlogisch, es sei denn, um einen künstlichen Mangel zu erzeugen und Herrschaft zu erlangen. Dafür müssten aber ungewöhnlich große Mengen von einem Gut oder einer Güterart entnommen werden. Das bleibt einer Lagerverwaltung bzw. den Lagerverwaltungen nicht verborgen. Die Lagerverwaltung nimmt aber auch Anregungen, Vorschläge und Tendenzen für neue Produkte und Güter auf. Ein Lager ist also ein sehr lebendiger Ort und soll es auch sein. Auf die Lagerverwaltung konzentriert sich nun eine gewisse Macht, weil das Lager ein wichtiger Stützpunkt der Gesellschaft ist. Genau daher ist hierauf ein besonderes Augenmerk der Gesellschaft, der Gemeinschaft zu legen. Daher sollte eine Lagerverwaltung nie eine Einzelperson sein. Andererseits ist die Grundhaltung der Menschen in einer tauschfreien Wirtschaft bereits eine andere, dazu mehr an anderer Stelle.